Frag dich nicht, was dir Kraft gibt. Frag dich nicht, woher bekomme ich neue Kraft. Frag dich nicht, wo ist denn meine Kraft? Frag dich lieber, wer raubt mir meine Kraft? Wer ist dafür verantwortlich, dass ich keine Kraft mehr habe? Wer ist dafür verantwortlich, dass ich gerade überhaupt keine Energie mehr habe? Wer ist dafür verantwortlich, dass es mir so geht, wie es mir gerade geht? Wie es mir gestern ging, wie es mir wahrscheinlich auch morgen geht. Du musst lernen, die Störfaktoren im Leben auszusortieren. Du musst lernen, diese Störfaktoren zu erkennen. Und du musst natürlich lernen, sie nicht nur auszusortieren, sondern auch eliminieren. Und dann tanke neue Kraft. Und begebe dich nur mit Menschen, die dir weitere Kraft dazugeben. Umgebe dich nur mit Dingen, die dir keine Kraft rauben, sondern welche geben. Wir Menschen haben einen großen Energievorrat, einen großen Kraftvorrat. Warum sollten wir ihn benutzen für Menschen, die unsere Kraft gar nicht verdient haben? Mach dir mal Gedanken darüber.